Der Titel meiner Botschaft lautet: Große Freude für alle Menschen. Text ist aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 14. Und die Leitverse sind 10 und 11, sind auch vorne an der Wand. Die möchten wir einmal gemeinsam lesen. Bitte. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für deine wunderbare Gnade. Danke, dass wir heute zu diesem Weihnachtsgottesdienst zusammenkommen dürfen und den Grund der großen Freude in der Geburt Jesu Christi kennenlernen dürfen. Danke, dass du unsere Herzen für dein Wort weit öffnest. Gebrauche mich als deine Stimme. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir danken dem Herrn für unser gnädiges Studium der Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr. Wir durften in der letzten Lektion Marias Glaubensentscheidung kennenlernen für die Gnade und Berufung Gottes. Dass sie die Führung Gottes für ihr Leben annahm und sich entschied, als eine Magd dem Herrn ihr ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Durch den Lobgesang von Zacharias haben wir Jesus als die Macht des Heils kennengelernt, der uns von allen unseren Sündenwunden heilt, uns vollkommen wiederherstellt, sodass wir dem Herrn in Heiligkeit und Gerechtigkeit unser Leben lang dienen dürfen. In unserer heutigen Lektion geht es um das Krippenwerk Gottes und um die große Freude der Ankunft unseres Heilandes Jesus Christus. Wir wollen darüber nachdenken, warum die Weihnachtsbotschaft so eine große Freude für alle Menschen ist. Wir wollen Jesus kennenlernen, der Christus und Herr ist, und diese frohe Botschaft mit den jungen Menschen teilen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Gott segne unseren Weihnachtsgottesdienst und gebe jedem von euch die große Weihnachtsfreude in Jesus, dem Christus und Herrn. Teil 1, das Baby in der Krippe. Wir möchten den Vers 1 einmal gemeinsam lesen. Bitte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Die Geschichte von Jesu Geburt beginnt mit dem Gebot des mächtigen römischen Kaisers Augustus. Augustus, der von 31 vor Christus bis 14 nach Christus herrschte, hieß eigentlich Octavian und war der erste Alleinherrscher über das römische Weltreich, welches den gesamten Mittelmeerraum umfasste. Menschlich gesehen war Augustus herrlich und groß. Sein Name bedeutet der Erhabene oder der Anbetungswürdige. Nicht wenige sahen in ihm einen Heilsbringer, durch den ein goldenes Zeitalter beginnen sollte. Die Pax Augusta bewirkte Wohlstand und Sicherheit im Römischen Reich. Aber in der Tat war es kein Friedensreich, sondern bedeutete für unzählige Menschen viel Leiden, hohe Steuern und zahlreiche Entbehrungen. Aufgrund des Befehls von Augustus mussten alle Menschen in seinem Reich sich in ihre Heimatstadt begeben, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es gab keine Barmherzigkeit. Sogar eine hochschwangere Frau musste den weiten Weg von Nazareth nach Bethlehem
145 Kilometer zu Fuß zurücklegen, nur um die Steuereinnahmen im fernen Rom zu optimieren. Lesen wir die Verse 6 und 7 einmal gemeinsam. Bitte? Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Als Maria und Josef in Bethlehem ankamen, kam die Zeit der Geburt nahe. Leider konnte Josef keine passende Unterkunft finden, weil alle Herbergen schon belegt waren. Niemand wollte sich um eine schwangere Frau kümmern. Am Ende fanden sie in einer kleinen Grotte Unterkunft, die normalerweise als Tierstall genutzt wurde. Jesu Geburt war keine romantische Angelegenheit, so wie wir das von vielen Bildern kennen. Es war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit, wie jede andere Geburt auch. Nachdem Maria entbunden hatte, wickelte sie das Kind nicht in Purpurtücher. Sie hatten keine schönen Anziehsachen, sondern nur einfache Windeln. Sie legte das Baby auch nicht in ein sauberes Babybettchen, sondern nur in eine Krippe, die normalerweise von den Tieren benutzt wurde. Diese Begebenheit zeigt, dass Jesus in der niedrigsten und fatalistischsten Weise in diese Welt kam. Obwohl er der Sohn Gottes war, kam er nicht in einem herrlichen Palast zur Welt, sondern in einem kalten, dunklen Stall und wurde in eine schmutzige Krippe gelegt. Alle Eltern wünschen sich normalerweise, die beste Umgebung für ihre Babys vorzubereiten. Aber das Baby Jesus kam unter den fatalistischsten Bedingungen zur Welt, damit er ein guter Hirte für alle fatalistischen Menschen sein könnte. Wir sehen hier den starken Kontrast zwischen dem mächtigen römischen Herrscher Augustus auf seinem Thron und dem kleinen, schwachen, hilflosen Baby in der Krippe. Menschlich gesehen schien Augustus der Herrscher der Welt zu sein, während Jesus nur hilflos herumgestoßen wurde. Aber der Kaiser und sein Reich sind längst Vergangenheit und Geschichte geworden. Das Baby Jesus aber erfüllt die ganze Erde und gibt bis heute unzähligen Menschen das Leben. Manche Menschen beneiden ja den Kaiser Augustus. Sie wollen auch gerne herrlich, reich, erfolgreich und mächtig sein. Aber wir müssen wissen, dass auch Augustus sich schließlich vor der Macht des Todes beugen musste. Jesu Geburt in der Krippe zeigt uns, dass Gottes Werk ein Krippenwerk ist. Jesu Leben begann demütig in einem Tierstall und es endete auf schamvolle Weise durch Kreuzigung. Aber in der Tat ist das Baby in der Krippe voller Leben Gottes und gibt allen Menschen, die an ihn glauben, das ewige Leben. Gott wirkt nicht durch herrliche Macht oder großartige Organisationen. Diese zwingen nur die Menschen, dass alles nach ihrer Orientierung geschehen sollte. Aber durch das demütige Krippenwerk geschieht das lebengebende Werk Gottes. Als eine amerikanische Missionarin, Sarah Berry, wie die Koreaner auf dem Boden schlief und scharfes Kimchi aß, sah dies sehr niedrig aus. Aber durch ihre Lebensgemeinschaft diente sie dem Jüngererziehungswerk und es war voller Leben Gottes, sodass viele junge Menschen dadurch Jesus empfingen
Und durch dieses Werk bis heute mehr als 3000 Missionare in die ganze Welt ausgesandt werden konnten. Viele große Kirchen sind leer, weil sie das Leben Gottes verloren haben. Im Gegensatz dazu sehen wir viele kleine UBF-Hausgemeinden, die mit Hingabe dem Werk Gottes dienen und neues Leben hervorbringen. Gott wirkt mächtig durch sie, auch wenn ihre Hingabe nicht selten Missverständnisse, Widerspruch oder Verleumdung hervorruft. Ein kleines Krippenwerk in einem Reihenhaus in Bonn war voller Leben Gottes, sodass junge Menschen dort Jesus begegneten und das neue Leben mit der Mission Gottes beginnen durften. Gott gebrauchte die Hingabe von Missionar Peter und Missionarin Sarah, die sogar auf ihr Privatleben verzichteten, um diese jungen Menschen durch die geistliche Lebensgemeinschaft als Hirten und Bibellehrer aufzustellen, sodass sie ebenfalls dem Krippenwerk nun mit Hingabe dienen. Das Zweierbibelstudium von Hirten Jochen mit Olaf war manchmal sehr mühevoll. Aber Gott wirkte durch dieses Krippenwerk und stellte Olaf als einen Mitarbeiter am Evangelium auf. Die Dienerschaft von Hirten Warmherz für einen Bibelschüler Wolfgang ist auch ein Krippenwerk, durch das Gott in ihm lebendig wirkt, sodass er heute so fröhlich Sondergesang singen konnte. Die Lebensgemeinschaft von Hirten Peter Reo mit einem Missionar der nächsten Generation ist ein lebengebendes Werk Gottes, durch das Gott einen globalen geistlichen General aufstellt. In dieser Corona-Zeit haben wir gesehen, dass viele große Veranstaltungen und Kongresse leider abgesagt werden mussten. Aber unser Gott wirkt weiter sehr mächtig durch das Krippenwerk. Gott hat durch GLEF unsere nächste Generation geistlich mobilisiert und sie als Prediger und globale geistliche Leiter aufgestellt. Er rüstet uns durch die Masterkurse zu, sodass wir uns für das Werk der geistlichen Wiedererweckung vorbereiten durften. Gott gab uns die Vision mit Hesekiel 37,10. Durch das Krippenwerk der Jüngererziehung, die jungen Menschen geistlich lebendig zu machen und als ein überaus großes Heer Gottes für die Weltmission aufzustellen. Lasst uns das Krippenwerk Gottes liebhaben, indem wir Zweierbibelstudium, Frühgebet, Mobilisierung der nächsten Generation und den Bau von Stützpunkten für die Moslemmission zu Gott bringen. Amen. Zweitens, große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Betrachten wir die Verse 8 und 9. Wir möchten auch diese Verse gemeinsam lesen. Bitte. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Die Geburt Jesu war eigentlich ein Weltereignis. Doch niemand nahm davon Notiz. Es gab jedoch eine Gruppe von Hirten, die zur selben Zeit Nachtdienst hatten. Sie gehörten zur Unterschicht der Gesellschaft, die von anderen oft ignoriert wurde. Aber sie waren Menschen, die auf den Messias warteten. Der Engel des Herrn erschien ihnen in einem hellen Licht. Die Hirten waren erschrocken, als sie die Klarheit des Herrn sahen. Der Engel beruhigte sie und sagte ihnen, dass er große Freude für alle Menschen verkündigt. Lesen wir einmal die Verse 10 und 11. Bitte. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht,
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch wird heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Warum ist die Botschaft von der Geburt Jesu große Freude für alle Menschen? Alle Menschen wünschen sich ja, Freude zu haben, nicht wahr? Wer möchte keine Freude haben? Einige suchen die Freude durch weltlichen Erfolg, zum Beispiel durch Arbeit oder Studium. Einige suchen die Freude durch die Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit ihrer Familie, mit Freund oder Freundin. Wieder andere durch eine fröhliche Spaßgemeinschaft mit Alkohol oder Computerspielen. Aber alle diese Freuden sind sehr kurzfristig und vergänglich und können den Menschen keine wahre Freude geben. Früher oder später müssen sie uns enttäuschen. Aber der Engel verkündigte eine große Freude, eine wahre Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das ist die Freude, die wir nur durch die Ankunft unseres Herrn und Heiland, Jesus Christus, erfahren. Als Gott die Menschen schuf, freute auch Gott sich sehr. Es war sehr gut. Und auch die Menschen hatten wahre Freude, weil sie im herrlichen Paradies Gottes leben durften. Aber als die Menschen gegen Gott rebellierten und in die Sünde fielen, wurde ihre Beziehung zu ihrem Schöpfer zerstört. Statt fröhlich Gott zu dienen, mussten sie von nun an unter der Macht der Sünde und des Todes leben. Sie mussten im Schweiße ihres Angesichts mühselig arbeiten, um dreimal am Tag essen zu können und schließlich wieder zu Erde zu werden, von der sie genommen waren. Wie elend ist das Leben der Menschen unter der Sünden- und Todesmacht. Deswegen versuchen sie immer, irgendwelche kleinen Späße in der Welt zu finden. Aber Jesus gibt den Menschen die wahre Freude, weil er unser grundlegendes Sündenproblem durch seinen Tod am Kreuz gelöst und unsere Sünden vergeben und unsere Beziehung zu unserem Schöpfergott wiederhergestellt hat. Nun brauchen wir nicht mehr ein elendes Leben unter der Macht der Sünde zu führen, sondern dürfen in Heiligkeit und Gerechtigkeit unserem Herrn dienen und mit vielen Schafen zu seinem herrlichen Königreich pilgern. Als ich ein Kind war, gab es in England eine Traumhochzeit einer hübschen jungen Frau namens Lady Diana. Alle Menschen beneideten diese Frau, wie sie in der prächtigen Kutsche zum Buckingham Palace fuhr. Ihr Leben schien große Freude zu sein. Man sagt, dass sie die meist fotografierte Frau auf der ganzen Welt war. Aber was man auf den schönen Bildern nicht sehen konnte, war ihr inneres Leben, dass sie in der Tat gar nicht glücklich wurde. Obwohl sie mit ihrem Prinzen und zwei tüchtigen Jungs lebte, scheinbar alles besaß, war sie nicht glücklich. Am Ende ließ sie sich scheiden, kam bei einem Unfall mit ihrem neuen Liebhaber ums Leben. Diese Geschichte lehrt uns, dass es durch verbesserte Bedingungen kein wahres Glück und keine wahre Freude geben kann. Saulus von Tarsus war ein hochgeachteter und hochgebildeter junger Mann, der sowohl wie in der griechischen wie in der jüdischen Gesellschaft etabliert war. Er kämpfte mit Eifer gegen die ihn verhassten Christen. Aber obwohl er auf der Erfolgsleiter steil emporstieg,
war er nur von Hass getrieben und hatte keine Freude. Nachdem er aber Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete, änderte sich sein Leben um 180 Grad. Er nahm Jesu Herrschaft über sein Leben an und wurde zu einem Missionar für die Heiden verändert. Obwohl er in seinem Missionsleben so viel Leiden und Entbehrungen erfuhr, war er immer voller Freude. Sogar noch, als er in Rom im Gefängnis saß, bezeugte er: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Die wahre Freude kommt daraus, dass wir die Gnade Gottes in unserem Leben kennen und damit leben. Die Geburt Jesu gibt allen Menschen wahre Freude, weil es um die Lösung unseres Sündenproblems geht. Der Sohn Gottes erniedrigte sich und kam in diese Welt, um mit uns den hoffnungslosen Sündern zu sein, unsere Sünden zu tragen und uns durch seinen Tod am Kreuz vom Fluch der Sünde zu erretten und unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater wiederherzustellen. Jesaja 9, Vers 5 sagt: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Bei der Geburt Jesu öffnete sich der Himmel. Jesus ist unser Retter und die Macht des Heils. Lesen wir den Vers 11 noch einmal zusammen. Die frohe Botschaft der Engel möchten wir zusammen lesen. Vers 11, bitte. Denn euch ist ein Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. In diesem Vers ist der Heiland derjenige, der den Menschen das Heil, die wahre Seligkeit und Rettung gibt. In der Geschichte gab es immer wieder große Menschen, die man für Heilsbringer hielt. Zum Beispiel Alexander den Großen oder Napoleon. Aber nachdem sie ihre Machtgier gestillt hatten, brachten sie nur viel Krieg und Leid über die Menschheit. Auch Augustus konnte nicht der Heilsbringer sein. Aber Jesus ist der verheißene Heiland aller Menschen. In Matthäus 1, 21 sagt der Engel: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Jesus ist gekommen, das Sündenproblem aller Menschen zu lösen und ihnen den Weg zum ewigen Leben zu öffnen. Christus ist griechisch und bedeutet der Gesalbte. Im Hebräischen heißt er Messias. Früher wurden Könige und Priester gesalbt, um ihre Sendung von Gott anzuzeigen. Jesus ist der von Gott gesandte und gesalbte Christus, den Gott bestimmt hat, als das Lamm Gottes die Sünden der Welt zu tragen. Darum bezeugte Johannes der Täufer: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesaja 53, Vers 5 sagt: Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Weil Jesus das Lösegeld für unsere Sünden vollkommen bezahlt hat, sind wir von der Sklaverei der Sünde freigekauft. Nun dürfen wir ein neues Leben als seine geliebten Kinder führen. Der Herr in der Stadt Davids bedeutet, dass Jesus der rechtmäßige Herrscher und Hirte ist.
In Apostelgeschichte 2,36 sagt Petrus: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Jesus aufzunehmen bedeutet, den Herrschaftswechsel in unserem Leben zu vollziehen. Vom Satan verleitet, versuchen die Menschen immer, ihr eigenes Ego in den Mittelpunkt zu stellen und wollen selber der Herr in ihrem Leben sein. Wegen der Ego-Besessenheit zerstören sie die Beziehung zu Gott und zu anderen. Aber Jesus befreite uns von der Ego-Liebe. In dem Moment, wo wir ihn als unseren Herrn und König annehmen, wird die Schöpfungsordnung in unserem Herzen wiederhergestellt. Und wir erfahren wahre Freude und Frieden. Eine junge Frau war lange Zeit voller Rebellion. Sie dachte, dass sie die wahre Freude finden könnte, wenn sie sich von Eltern und Gemeinde trennt und endlich tun und lassen könnte, was sie wollte. Aber obwohl sie verschiedene Dinge probierte, konnte sie keine wahre Freude finden. Aber durch das Bibelstudium hörte sie Gottes Wort aus 1. Petrus 4,13. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Durch dieses Wort durfte sie Jesus die Herrschaft in ihrem Leben geben. Sie empfing große Freude in Jesus, der ihre Sünden vergeben und sie angenommen hat. Seitdem nimmt sie mit großer Freude an dem Werk Gottes hingebungsvoll teil. Früher wollte ich selber Herr meines Lebens sein. Ich rebellierte gegen meine Eltern und gegen Gott und wollte durch Leistung und Anerkennung in der Welt Glück erlangen. Doch in der Tat wurde ich nur ein kaltherziger Egoist, der viele Menschen um sich herum verletzte. Ich kümmerte mich nicht einmal um einen Freund, der wegen der psychischen Probleme beinahe an Magersucht gestorben wäre. Doch nun ist Jesus mein Herr und Christus geworden. Weil Jesus sein Blut für mich vergossen hat, durfte ich Vergebung der Sünden erfahren. Seit Jesus in meinem Herzen regiert, durfte ich mein altes Leben verlassen und die Lebensgemeinschaft mit Gottes Leuten beginnen. Gott hat mich zum Hirten und Bibellehrer erzogen und sogar zum Segen für andere gemacht. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Er kommt nach seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herr der Herrlichkeit. Das Kommen Jesu in diese Welt ist große Freude, die mein Leben verändert hat und die auch das Leben aller Menschen verändert, die Jesus in ihr Herz aufnehmen. Es gibt viele Studenten, die Gott nicht kennen und deshalb unter der Macht der Sünde und des Todes leben. Sie dürfen große Freude haben, weil Gott sich ihnen in Jesus offenbart, sie geistlich erweckt, sogar zu einer Hirtennation für die Weltmission verändern will. Ein junger Mann, der wegen dem Vaterproblem leidet, darf in Jesus große Freude haben, weil Jesus als sein ewig Vater in die Welt gekommen ist. Vers 12 sagt: Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Dieser Vers sagt, wie Jesus das Erlösungswerk Gottes vollbracht hat. Er kam nicht glorreich, er kam nicht herrlich, er erniedrigte sich selbst bis auf die unterste Ebene.
Jesu Inkarnationsgnade, seine Menschwerdung in einer Krippe, ist das Kennzeichen des Messias. So konnte er mit uns den Sündern sein und uns von den Sünden retten. Lesen wir die Verse 13 und 14. Bitte? Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nun kam auch noch die Menge der himmlischen Heerscharen auf die Szene. Sie konnten in dieser Situation nicht still bleiben, sondern lobten Gott von ganzem Herzen. Ehre sei Gott in der Höhe. Menschlich betrachtet war die Geburt Jesu ein armseliges und fatalistisches Ereignis. Aber aus der Sicht Gottes ist das Kommen Jesu in die Welt Ehre bei Gott. Jesus verherrlichte Gott, indem er durch seine Selbsterniedrigung Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht und Gottes Retterliebe offenbarte. Die Engel offenbarten hier die geistliche Sichtweise für die Bedeutung der Geburt Jesu. Darüber hinaus ist die Geburt Jesu Friede für die Menschen auf Erden. Alle Menschen sehnen sich nach Frieden. Aber ohne Gott gibt es keinen wahren Frieden. Solange wir mit eigener Kraft kämpfen, bleiben wir unruhig. Unter der Herrschaft Jesu, unseres guten Hirten, können wir wahren Frieden genießen, der höher ist als alle Vernunft. Jesus kam als Christus und Herr in die Welt, um durch seine Selbsterniedrigung unser Sündenproblem zu lösen und uns zum herrlichen Reich Gottes zurückzuführen. Die Geburt Jesu ist große Freude für alle Menschen. Wer Jesus annimmt, empfängt Gottes Freude, die wie die Unterströmung des Meeres in unseren Herzen ist. Weil Jesus in uns der Herr und Hirte ist, dürfen wir sogar in verschiedenen Problemen jederzeit wahre Freude haben und sie mit den anderen Menschen teilen. Lasst uns zur Krippe Jesu kommen und ihn als unseren Christus und Herrn annehmen. Lasst uns die wahre Freude der Ankunft Jesu in unseren Herzen empfangen. Gott gebe jedem von euch große Weihnachtsfreude. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für die Geburt unseres Herrn und Heiland Jesus Christus, der sich vollkommen erniedrigt hat und als ein kleines Baby in der Krippe in diese Welt gekommen ist, um unser Heiland, unser Erretter und unser Erlöser zu werden. Danke, dass die Geburt Jesu große Freude für alle Menschen ist. Danke, dass du jedem von uns hilfst, diese große Freude in Jesus Christus in unsere Herzen aufzunehmen und zu empfangen, um mit großer Weihnachtsfreude erfüllt zu werden. In Jesu Namen. Amen.